Jessica, hast du meine... Wie siehst denn du aus? Ich hab fast einen Herzinfarkt gekriegt. Was willst du? Ich hab die Gurke gesucht. Mitten in der Nacht? Ja, Andy und ich, wir wollen ein Super-Sandwich. Also wir wollen das nicht, wir brauchen das regelrecht. Boah, du hast eine mega Fahne. Ja, wir wollen Junggesellenabschied. Musst du die ganze Zeit mittrinken. Aber der Trauzeuge, der war mega süß, der hätte dir gefallen. Das erzähle ich alles Christian. Das musst du gar nicht, den wollte ich nämlich für dich mitbringen. Aber auf dem Weg ins Taxi, da hat er sich so großflächig erbrochen, dass ich ihn weiterfahren lassen habe. Also ich brauche ganz bestimmt nicht irgendeinen der hergelaufenen Trauzeugen, denn ich habe morgen ein Date. Mit Thorsten Jischinski? Der Fußballer? Ja. Nee, jetzt raus hier. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Okay. Mindestens 8 Stunden. Aha. Hey, das ist meine Gurke. Olli! Morgen. Hey. Ja, extra viel Milch. Danke, aber ich brauche keinen Kaffee, sondern Kamille. Ist dir schlecht? Nein, für die Augen. Ich habe kaum gepennt, weil ich die ganze Nacht darüber gegrübelt habe, was ein Abseits ist. Okay, bei Fußball bin ich raus. Warum kann er denn kein Boxer sein? Da könnte ich punkten. Findest du nicht, dass du das Ganze ein bisschen verkrampft angehst? Sag mal, weißt du eigentlich, wie lange ich auf so ein Date gewartet habe? Thorsten ist ein absoluter Volltreffer. Du kennst den Typ doch überhaupt nicht. Er ist ein Kerl, er sieht gut aus, er hat einen Haufen Kohle und er interessiert sich für mich. Olli, in ein paar Monaten, da werde ich Mutter. Ist ja schön, dass Hagen sich um mich kümmern will, aber er hat schon eine Beziehung. Und was hab ich? Einen Job. Jede Menge Verstand, du wirst bestimmt nicht verhungern. Ja, im Tarn würde ich dir da zustimmen. Mensch, Olli, hilf mir doch mal. Yep. Vorsicht. Olli, hast du gerade mein Kleid zerrissen? Ich hab überhaupt nichts. Oh Mann, Olli, das war das Einzige, in das ich noch reingepasst habe. Ja, du solltest dem Kleinen sowieso mehr Platz lassen. Der kann doch kaum noch atmen, wenn du den so wegpresst. Toll. Ich halt in Unterwäsche. Das ist doch super, dann sieht Thorsten gleich, dass ich im Doppelpack komme und kann abhauen, bevor ich Hallo sage. Hallo. Du bist eine tolle Frau. Ehrlich gesagt, siehst du schwanger sogar noch hübscher aus. Guck mal, du erklärst diesem Typ einfach, wie das mit dem Baby läuft und dann ist das doch kein Problem. Meinst du wirklich? Ganz sicher. Du, der wird dich in deinem neuen Fummel sehen und dann... Das ist ein neuer Fummel. Du gehst natürlich noch mal shoppen vor dem Date. Diesmal kaufst du bitte ein Kleid, in das du und das Kleine reinpassen. Manchmal bist du ja doch zu was zu gebrauchen. Ich hab dich auch lieb.